Hi und willkommen zu diesem kurzen neuen Video hier bei Jonas. Wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, leuchtet mein Armband. Und ja, ich habe ein neues Apple Watch Armband. Nachdem ich euch damals hier die Bandwerkbänder gezeigt habe und dann auch noch dieses Ananasband kam und immer mal verschiedene Sachen waren, habe ich jetzt mal wieder ein neues von Apple. Und zwar ist es die Nike-Variante. Sieht man hier an so einer schwarzen Verpackung. Was an der besonders ist und warum ich die jetzt erst gekauft habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Mit der vierten Generation der Apple Watch hat Apple bei der Nike Series Sportloop-Armbänder hinzugefügt, die so eine reflektierende Wirkung haben, wie ihr jetzt hier schön bei meinem Band schon sehen könnt. Am Anfang konnte man aber die Apple Watches nur in Verbindung mit dem Band bei der Nike-Edition kaufen. Und es gab auch keine Möglichkeit, irgendwo zusätzlich diese Bänder zu kaufen. Ich war damals kurz nach Marktstart mit meiner Apple Watch Series 4 in London unterwegs, hatte da ja auch das Review gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch einfach mal nochmal hier oben. Und ich bin wirklich im Nike-Store gewesen, im Apple-Store, und ich habe überall gefragt, ob es nicht eventuell diese Bänder zu kaufen gibt. Zwischendurch konnte man dann bei eBay für irgendwie 130 Euro die schwarzen Sportloops von Nike kaufen, denn diese waren wirklich einfach rar und jeder wusste, okay, es ist was Besonderes und dann verticke ich die halt auf eBay. Aber 120 Euro für ein Apple Watch Armband war es mir nicht wert. Ich meine, selbst hier, die 60 Euro sind schon echt eine Hausnummer und da muss man sich zweimal überlegen, ob man das kaufen möchte. Aber ich finde, gerade jetzt hier bei diesem Sportloop in der Nike Edition hat das was. Denn ihr habt so fluoreszierende Fäden hier drin. Und das ist wirklich cool, denn Nike hat sich dabei gedacht, okay, unsere Apple Watch werden hauptsächlich zum Laufen genutzt und für den Sport. Und da ist es doch cool, wenn das Armband gleich reflektiert und man draußen Sport macht. Und genau das ist eine coole Einstellung. Denn ihr müsst jetzt nicht mehr in der Apple Watch hier über eure Taschenlampenfunktion irgendwie das Display hellweiß aufleuchten lassen. Oder im schlimmsten Fall dann auch noch rot blinkend, um zu zeigen, dass ihr hier unterwegs seid, oder weiß blinkend, wie auch immer. Sondern euer Apple Watch Armband reflektiert jetzt. Und das finde ich eine coole Variante und deswegen habe ich mir das Armband hier gekauft. Wollte euch das in diesem kurzen Video zeigen, denn mit den neuen Frühlingsfarben jetzt im Frühjahr 2019 hat Apple die Armbänder jetzt ganz normal ins Store genommen. Die gibt es jetzt so in 6 verschiedenen Farben. Sind echt cool gemacht. Ihr habt innen auf der Klettseite auch nochmal so ein Apple Watch Nike Sport Aufkleber bzw. so ein Branding. Also ist ganz schön gemacht und sieht cool aus. Ich habe es jetzt in so einem helleren Blauton. Passt sehr gut, wie ich finde, zu meiner goldenen Apple Watch Series 4 in der Sportvariante. Wen von euch diese Bänder interessieren, schaut sie euch gerne mal an. Ich verlinke sie euch mal unten in der Videobeschreibung. Ich wollte euch einfach mal davon berichten und erzählen, weil viele hatten sich darüber aufgeregt, dass es eben damals zum Marktstart diese Bänder noch nicht gab. Jetzt gibt es die und dann dachte ich, mache ich euch ein kurzes Update. Und dann war es das schon mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr hier bei Jonas noch nicht abonniert habt. Denn dann seht ihr auch zukünftig wieder alle Themen rund um die Technik. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder. Danke euch fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.